In diesem Tutorial automatisieren wir ein verstimmtes Delay und bauen uns daraus einen interessanten Effekt. Sounddesign in Logic Pro X ist lustig und macht Spaß, also bleibt dran! Bevor wir gleich loslegen, würde mich interessieren, ob du dir selber auch individuelle Sounds in Logic Pro X baust oder ob du hauptsächlich die Presets von Logic Synthesizern selber benutzt. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und jetzt rede ich nicht länger um den heißen Brei, wir hören gleich ins Projekt rein. Ein bisschen was zusammengebastelt, das hört sich jetzt noch nicht sonderlich spektakulär an. Und was wir heute bearbeiten wollen, das ist dieser Lead-Sound hier. Und das ist einfach einer vom Retro-Synth, ein Preset, das ich so ein bisschen mir zurecht gebastelt habe. Und der hört sich solo so an. Das ist so eine Ostinato-Figur, die hier über die Chords abläuft. Und das klingt jetzt noch relativ langweilig. Das Einzige, was hier ist, ist so ein bisschen Delay, so ein Achtel-Delay. Genau, für Räumlichkeit und ansonsten ist da noch nicht viel los. Und deswegen müssen wir diesen Sound jetzt ein bisschen interessanter machen. Und was ich als erstes mache, ist, ich schicke ihn auf einen neuen Aux. Bus 2 bietet sich an, weil der ist frei. Und dann machen wir das, was wir letzte Woche auch gemacht haben. Ich nehme es mal einfach Pitch FX. Ich nehme wieder dieses Pitch-Shifter-Plugin, das ich letztes Mal auch benutzt habe. Pitch-Shifter heißt das Plugin hier in Logic Pro X. Und auch hier machen wir es wieder so, dass wir diesen Lead-Sound hier einfach nach oben verstimmen oder nach oben stimmen. Und ich nehme hier auch wieder Pitch-Tracking, weil das hier am besten kommt. Wir können hier noch Latency-Compensation wählen. Dann hast du weniger Artefakte. Kam jetzt ein bisschen besser in diesem Beispiel. Ich habe es vorher schon mal probiert. Also ich stimme jetzt diesen Lead-Sound einfach zunächst mal als ersten Schritt eine Oktave höher. Im Mix muss ich hier noch auf 100% gehen. Und wenn ich jetzt den Send hier reinfahre, dann klingt das so. Halt, ich mache es mal solo, Entschuldigung. Ohne. Mit. Ja, du hörst also eine Oktave höher jetzt und leicht versetzt dieses verstimmte oder eine Oktave höher gestimmte, die eine Oktave höher gestimmte andere Stimme. Du kannst ja auch ein bisschen rumspielen mit den verschiedenen Modi hier. Ich habe jetzt einfach hier manuell gewählt und ich könnte jetzt diese verstimmte oder höher gestimmte Version auch ein bisschen später laufen lassen zum Beispiel. Und so weiter. Also da sind seine Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber hier der Modus Pitch-Tracking hat jetzt für mich hier am besten funktioniert. Das klingt jetzt schon mal gar nicht schlecht. Es klingt ein bisschen satter, ein bisschen voller, die ganze Sache. Was ich jetzt als zweites mache, ist, hinter den Pitch-Shifter einen Delay einzusetzen. Ich nehme mir meinen Age-Delay und wir gehen vielleicht hier einfach mal auf die Standardeinstellungen. Und genau. Und probieren hier einfach mal ein bisschen aus. Bin hier auf Full Wet, weil es ein Aux ist. Und ich habe also das Delay voll aufgemacht hier. Bin auf 90 BPM. Ich habe das Delay also gesynkt zum Songtempo. Das sind hier oben 90 BPM. Und jetzt probiere ich einfach mal ein bisschen rum, bis ich ein Delay finde, das mir gut gefällt. Also eine Delay-Zeit, ja. Hier Achtel-Delay. Und das klingt jetzt schon ganz spannend, weil es so ein bisschen tänzelt und weil es auch so ein bisschen mehr groovt, die ganze Sache. Und was jetzt hier tänzelt und groovt, ist das gepitchte Delay und das normale natürlich auch, weil ich hier eine Kopie hier rüber sende. Das ist ein sehr interessanter Effekt und was ich jetzt noch mache, ist, ich kann jetzt hier über High Pass und Low Pass den Sound noch ein bisschen anpassen. Es klingt noch ein bisschen giftig, mein Delay noch ein bisschen in den Höhen, geht uns das nachher wahrscheinlich durch die Decke. Deswegen versuche ich hier vor allem
wir in den Tiefen sowieso ein bisschen Low-Cut zu machen und dann von den Höhen ein bisschen was rauszunehmen. Ich mach noch mal beide Effekte aus und schalte sie dann zu, dass du nochmal das trockene Grundsignal hörst und dann das Delay dazu. Und das klingt jetzt schon ganz interessant. Was jetzt noch fehlt, du wirst es wahrscheinlich schon erraten haben, ist viel und großer Hall. Und auch hier spielen wir jetzt mit dem Chroma-Verb vom letzten Mal nochmal rum und versuchen hier auch lange Hallräume nochmal hier rauszufinden oder rauszusuchen. Und zwar gehe ich hier auf Boost 3 und das nenne ich einfach hier Verb. Und ich setze hier meinen Chroma-Verb ein. Wo sind wir hier? Reverb, genau, Chroma Verb. Und das ist, also ich, wie gesagt, ich spiele in letzter Zeit viel damit rum und es hat wirklich ganz tolle Hallräume, speziell für Synthesizer. Also bei solchen Geschichten rate ich dir, mit den Synth-Reverbs rumzuspielen. Hier zum Beispiel Big Synth Hall. Wir können jetzt mal ein paar anhören, wie die sich anhören, wenn wir jetzt hier unseren Lead-Sound reinschicken. Und ich werde hier immer sehr stark übertreiben mit der Decay-Zeit. Also ich suche einen sehr, sehr langen Hallraum. Und die sind diese synthetischen Halls, oder hier auch für Synthesizer diese Halls, die passen richtig gut gerade zu so einem FM-Sound jetzt hier, zu so einem Synthesizer-Sound, passen die richtig gut. Und du kannst verschiedene Klangfärbungen mit diesen verschiedenen Synth-Halls hier geben. Und da spielen wir einfach auch mal ein bisschen rum, probieren verschiedene aus. Also du hörst, dass du hier durch diese verschiedenen Synthesizer hast du hier verschiedene Klangfärbungen, die sehr, sehr interessant ist und sie sich auch unterschiedlich, gerade bei so langen Hallzeiten, ich bin jetzt hier bei über 20 Sekunden, bei so langen Hallzeiten, die sehr interessant wirken insgesamt. Und was ich jetzt hier auch wieder mache bei diesem, also der hat mir jetzt am besten gefallen, das war der Large Synth Room, okay. Was wir jetzt auch wieder machen, rate ich dir bei solchen Hals immer, ist einfach der Abbey Road Reverb Trick. Das heißt, wir beschneiden das Reverb hier oder setzen einen Equalizer nach dem Hall-Plugin ein und beschneiden es sehr stark der Höhen und der Tiefen. Oben meistens bei um die 5 kHz und unten bei um die 500. Kann auch noch enger werden. Ich zeige dir gleich mal den Unterschied, dass uns dieses lange Reverb nicht zu sehr durch die Decke geht. Probieren wir nochmal. Ich starte mal den EQ aus und dann an. Was ich jetzt habe, ist, ich habe diese sehr, sehr lange Hallfahne, also durch diesen Equalizer, den ich jetzt danach gesetzt habe, durch den Abbey Road Reverb Trick, habe ich die sehr lange Hallfahne dieses Synth-Rooms hier, dieses Synthesizer-Raumhals, aber ich habe nicht die rumpeligen Tiefen und die allzu glitzerigen Höhen, die habe ich einfach, da habe ich den Hall beschnitten und dadurch kommt das ganz gut hier. Was ich auch gerne mache, immer bei sowas, habe ich im letzten Tutorial jetzt auch schon gemacht, bei Sound Design, diese Effekte hier immer die Sense immer Pre-Fader zu setzen, weil jetzt kannst du den tatsächlichen Lead-Sound unabhängig von den Effekten steuern. Also wenn du mehr Attack möchtest, wenn du den Grundsound mehr hören möchtest, dann kann ich ihn hier hochfahren. Und wenn ich nur die Effekte hören möchte, also nur Hall, nur Pitch-Shift oder Delay oder was auch immer im Aux hängt, dann kann ich das Originalsignal runterfahren. Auch das zeige ich dir nochmal jetzt. Ich fahre das, also im Pre-Fader-Modus kann ich das Originalsignal jetzt einfach runterfahren, den trockenen Originalsound und höre dann nur noch die Effekte.
Wenn ich jetzt den Originalsound ganz drunten habe, dann höre ich nur noch die Effekte, aber ich möchte noch ein bisschen was von diesem Anschlag hören, deswegen so wie es jetzt hier war, war es ganz gut. Ich muss vielleicht insgesamt die Sache noch hier ein bisschen leiser machen, die Effekte hier. Jetzt hören wir uns mal an, wie das im Gesamtsound jetzt hier klingt. Das klingt jetzt schon recht spannend, aber was man auch noch machen kann, und um mehr Dynamik reinzubringen oder wenn es jetzt um sowas geht oder wenn es um Filmmusik geht oder allgemein, ist diese Effekte hier zu automatisieren. Das heißt, ich kann die Effekte oder den Effektanteil jetzt automatisieren und kann ihn dadurch erst langsam reinfahren lassen, also dass es langsam immer abgedrehter wird. Gibt es jetzt verschiedene Wege, das zu machen. Ich mache es in dem Fall jetzt einfach so, dass ich für diesen Pitch FX-Kanal mir jetzt einfach eine Spur anlege in Logic. Also Spuren für ausgewählte Channel Strips erzeugen. Und jetzt kann ich das hier automatisieren. Was ich also automatisieren möchte, wenn ich jetzt über A in den Automationsmodus reingehe, ist der Effekt Pitch Shifter. Und zwar gehen wir da rein in Mix. Hierüber kann ich jetzt bestimmen, wie stark praktisch dieser Pitch-Shifter zu hören sein wird. Und den fahren wir jetzt mal ab hier rein und machen ihn dann wesentlich, oder fahren ihn dann voll zu, auf 100% war ja dieser Effekt dann auch. Und was ich zusätzlich noch mache, meiner zweiten Automationsstraße oder zweiten Automationsspur sozusagen, fahre ich den Delay-Mix rein. Ja. Und der ist jetzt hier, genau. Und den lasse ich auch erst aus, den fahren wir jetzt später dazu. Und dann fahre ich dann hier hoch. Was jetzt passieren wird, wenn ich jetzt gleich anmache von Anfang an, ist, dass du erst den trockenen Lead-Sound hörst, der im Reverb schon drin ist, also den Lead-Sound mit Reverb. Und was dann passiert, ist, dass langsam der Pitch-Shifter reinführt. Das heißt, wir hören langsam dann die Oktav, wir dicken den Sound an mit der Oktav, die da drüber gedoppelt wird. Und dann wird es abgedrehter und der Sound tänzelt mehr, wenn wir dann anschließend das Delay automatisiert noch dazu fahren und der Sound fängt immer mehr an zu wabern. Muss ich gerade mal hier schauen, haben wir das jetzt hier auch Ping-Pong gemacht, dieses Age-Delay. Aber machen wir mal Ping-Pong, dass er rechts und links hin und her fährt, dann ist es vielleicht noch drastischer. Ja? Probieren wir das jetzt mal aus, die Effekte, Pitch-Shifter und Delay fahren also langsam erst dazu. Du kannst hier an der Automation beobachten, wann sie jeweils reinfahren. Wenn du dich für solche Effektgeschichten interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir, wie du einen Hall in sich selber loopen kannst. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Effekt. Ansonsten, wie immer, wenn du dich für Musikproduktion in Logic Pro X interessierst, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du schneller und effektiver in Logic arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder im besten Fall über ein Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial, trotz Corona. Bis dann!